In den vergangenen, den afrikanischen Dakars, war es ganz oft so, dass nach dem Restday die Rallye entschieden wurde. Die sandigen Etappen durch Mauretanien, wer da die Nase vorn hatte, konnte am Schluss eigentlich ausrollen. In Argentinien, Chile sind die Voraussetzungen natürlich völlig anders. Es ist mehr eine Kurzstreckenrallye, jeden Tag eine Kurzstreckenrallye. Und deshalb hat sich der Veranstalter gedacht, wir halten es spannend bis zum Schluss. Und auch wenn keine große Markenvielfalt an der Spitze herrscht, ist es doch sehr, sehr spannend. Nur im 4-Minuten Abstand fahren Sainz und Al-Attiyah von Volkswagen. Also es ist spannend, wer diese Dakar gewinnt. Und wir machen es den Teilnehmern nicht einfach am Ende. Wir fahren nochmal richtig lange Etappen. So haben wir am vorletzten Tag zum Beispiel nochmal 460 Kilometer zu absolvieren zwischen San Juan und San Rafael. Und das ist sogar eine kleine gemeine Etappe. Kleiner als im ersten Moment gedacht, weil es dazwischen eine Neutralisationsphase von 120 Kilometern gibt, wo alle auf einem Asphaltband zum quasi B-Start der Stage fahren. Bloß dann wird nochmal richtig Sand aufgefahren. Das Schöne ist, alle Teilnehmer können sich so ein bisschen einstimmen auf das, was kommt. Denn jeder bekommt ein solches Heft, wo genau drin steht, wie viel Kilometer Sand, wie viel Kilometer Asphalt, wie viel Kilometer Piste mit Steinen, ohne Steine zu erwarten ist. Da kann man sich also ein bisschen psychologisch vorbereiten, was kommt. Im Endeffekt sieht dann doch wieder alles anders aus, aber das ist ein anderes Thema. Die vorletzte Etappe dann, genauso wie die drittletzte, nochmal ein echter Kracher mit 370 Kilometern. Die werden dann diesmal aber durchgefahren und es geht direkt mal im Sand los. Es gibt Teilnehmer, die lieben den Sand, es gibt Teilnehmer, die zermürbt der Sand. Auf jeden Fall ist wieder das dabei, was auf dieser Dakar alle fertig gemacht hat, weil es Hunderttausende von Reifenschäden gab. Das ist so Terrain mit ganz groben, dicken, scharfkantigen Steinen. Das heißt, jetzt der drittletzte und der vorletzte Tag, das sind auf dieser Dakar die entscheidenden Tage. Wie viel bleiben drin? Wer gewinnt? Am Schluss, die letzte Etappe, das bedeutet dann wirklich ein leichtes Ausrollen nach Buenos Aires.